Yo Leute, zurück bei Alien vs. Predator in der Alien-Kampagne. Und es geht weiter. Ja, verdeckt ausschalten. Schade, dass der erste, den wir töten, so ein komischer ist. So ein weißer. Ich muss sagen, ich habe keinen Plan, was das für Viecher sind. Das sind bestimmt so Klonsoldaten oder so, keine Ahnung. Ganz komische Dinger auf jeden Fall. Die sind ja noch abgespaced als die Aliens an sich. Quarantäne, Bruch, okay. Hallo Mama. Und natürlich wollen wir als Alien weiterspielen. Ja, man sieht schon, also das Spiel ist in mehrere Level aufgeteilt tatsächlich. Und bei jedem Levelabschluss wird man halt gefragt, ob man als diese Art oder diese Kampagne halt weiterspielen möchte. Und natürlich möchten wir das. Wir spielen jetzt erstmal die Alien-Kampagne, danach Predator und danach die Menschen-Kampagne, wie ich schon im letzten Part erwähnt habe. Ich muss sagen, ich habe richtig Laune da drauf. Spread out! Start formation! Just another bug. Ja, und da sind wir zurück. Da können wir natürlich jetzt noch nicht rein. Da würden wir zerstückelt. Deswegen müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und welcher Weg wäre natürlich besser als durch die Lüftungsschächte? Kurz mal immer schön umgucken. Ich habe wahrscheinlich im ersten Level noch voll viele Sachen übersehen, aber naja, was will man machen? Und natürlich, es gibt halt so gewisse Sachen. Einmal kurz verstecken. Und es gibt natürlich so gewisse Sachen in jeder der drei Kampagnen von, ja, ich würde mal sagen, Fähigkeiten, die man hat. Das wäre natürlich dann als Predator die Wärmesicht, beziehungsweise und tschüss. Die Wärmesicht beziehungsweise das unsichtbar machen. Ja, man kann sich unsichtbar machen. Und hier sieht man nochmal sehr schön. Es ist sehr brutal. Da ist gleich der nächste. Ja, und als Alien hat man halt die Fähigkeit, an der Wand zu klettern, beziehungsweise Leute anzulocken. So wie wir es jetzt gerade machen. Und sonst glaube ich gar keine anderen. Als Mensch weiß ich es gar nicht. Was will er denn? Verpiss dich, Alter. Der soll nicht hier reingucken. Wenn ich jetzt rausgehe, bin ich tot. Stand down. Ich drücke gerade Maustaste 3. Warum funktioniert das nicht? Wo ist denn der Typ jetzt? Ah, da. Okay, tschüss. Ja, also das ist schon heftig. Ich werde auf jeden Fall versuchen, einigermaßen
Stealth hier durch den ganzen Schmarrn zu gehen, aber naja. Wer mir schon mal beim Zocken zugesehen hat oder andere Let's Plays von mir gesehen hat, weiß, ich bin nicht gerade so der große Stealth-Könner. Na, hüpf rauf. In die Lüftung. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Okay, gehen wir nicht. Dann gehen wir weiter. Also sprinten können auch eigentlich alle. Nur, was heißt sprinten? Man muss sagen, es ist kein direktes Sprinten. Es ist tatsächlich eher sowas wie ein Schubgeschwindigkeit nach vorne. Was ich persönlich aber auch gut finde, weil don't relax just yet, Marines. Shit, wartet. Hören die das? Ja, die hören das, okay. Come on, Motherfucker. Wie kann sie mich jetzt schon anvisieren, bitte? It's here. Not is here. So, dann locken wir den anderen auch an und töten den dann natürlich auch. Von hinten wahrscheinlich. Außer es geht nicht anders, aber man sollte es eigentlich tatsächlich als Alien sowie auch als Predator, eigentlich sollte man es nie so krass aufs Gefecht anlegen, aber wenn es halt mal nicht anders geht, dann, naja, ne, ist das halt so. Aber man sollte es halt nicht provozieren, weil wenn man es nämlich provoziert, ist man schneller tot, als einem lieb ist. Und was macht er denn da? Also außer sterben. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat in das Versteck reingeschossen. Das hat der gemacht, die Made. Stellt euch mal vor, ich wäre da drin gewesen. Dann hätte ich Feuer abbekommen. Das ist nicht schön. Ist der hart. Und hier haben wir noch ein Sammelobjekt. 10 von 50. Reicht zwar wahrscheinlich immer noch nicht, um irgendwie dann an sowas ranzukommen. Da kommen wir nicht hin. Wir müssen hier oben lang, wenn ich mich noch recht erinnere. Das Gute, mehr oder weniger, ist, dass ich erst ein Let's Play geguckt habe, beziehungsweise immer noch gucke, von, wie hieß er? DJ Games oder so heißt er, glaube ich. Ein wirklich unterhaltsames Let's Play. Ich gucke sehr gerne, muss ich sagen. Nicht zuletzt, weil ich auch das Alien-Spiel eigentlich ganz cool finde. Beziehungsweise das Alien vs. Predator-Game. Was ich eigentlich mal... Ach, da war jemand. Ja, das ist ein bisschen scheiße gemacht hier, wenn man so... an der Decke ist. Okay. Don't relax just yet, Marines. Jetzt kommt da noch ein Marine rauf. Da drüben ist noch einer. Nein, nicht runter. Geh mal bitte einen Schritt weiter. Ja, das hier ist schon recht knifflig, muss ich sagen. Kann... Ja, okay. Oh Gott. Scheiße. Rauf, rauf, rauf. Mann, jetzt nervt mich das gerade richtig. Jetzt sag mir nicht, die kommen alle dahin. Nee, aber warum läuft denn der Spaß die ganze Zeit darum? Was mache ich? Was? Konnten die mich denn sehen? Ich warte mal, bis die sich wieder beruhigt haben. Warum geht das nicht? Scheiß Licht. Oh Gott, was mache ich denn? Toll! Scheiße! Immer diese Sprungfähigkeit. Ich muss wirklich sagen, ich hasse die Steuerung als Alien.
Versuch mal. Oh Gott, das hasse ich. Seht ihr das? Das ist zum Kotzen. Yo, jetzt kriege ich voll den Schaden und er macht einfach noch langsamer. Läuft. Ich hasse das wirklich. Ich hasse die Steuerung als Alien, weil die so ungenau ist. Guckt euch das an. Eigentlich hüpfe ich gerade an die Decke. Und er will das nicht machen. Halt die Schnauze jetzt. Ein Gegner ist noch da. Hüpf runter jetzt. Versteckt töten oder was auch immer. Und den infizieren wir. Dann wächst aus ihm ein neues Alien. So wie man das schon am Anfang gesehen hat, beziehungsweise wie man das auch eigentlich aus den Alien-Filmen kennen sollte. Und wer sie nicht kennt, Schande über euch. Ihr solltet das unbedingt nachholen. Kann man hier rauf irgendwo? Oder rein eher gesagt? Oh, da ist wieder ein Gegner. Gibt's hier... Ah, hier gibt's einen Lüftungsschacht. Ist hier irgendwas? Nö. Schade. Gucken wir mal. Hier ist aber was. Ach komm, Mann. Das ist scheiße. Ich muss sagen... Also... Nee. Die Steuerung ist so schlecht beim Alien. Ich hasse die. Vielleicht kann man mit dem Controller irgendwas mehr rausholen, aber... Meiner Meinung nach ist die einfach scheiße. Und wo muss ich denn jetzt hin? Was ist das denn? Ah, da oben. Lüftung benutzen. Nee, Moment. Ach, das hat mir nur die Lüftung angezeigt. Wo muss ich denn jetzt hin? Auch geil. Und ich sag noch, wie gut, dass ich jetzt erst ein Let's Play geguckt habe. Und ich gar keinen Plan habe, wo ich hin muss. Da komme ich ja wohl nicht hin. Aber ich glaube, hier ist ja jetzt auch kein Gegner mehr. Deswegen können wir uns ja auch relativ frei bewegen. Hier kommen wir ja auch nicht durch. Kommen wir nicht sogar von hier? Ist hier vielleicht ein Durchgang? Nö. Komisch, komisch. Ah, Moment. Passt mal auf, ich glaube. Strom. Aus. Immer besser als alles. Kann der das nicht von hier aus benutzen? Nein, kann er nicht. Gehen wir mal hier rein. Ach so, das ist hier. Dieser Lüftungsschacht, okay. Okay, okay, okay. Moment mal. Ich habe immer noch keinen Plan, wo ich hin muss. Aber das wird einem gar nicht angezeigt. Haben wir hier nicht irgendwo... Ne? Was ist das denn? Finden Sie einen Weg aus den Abwasserkanälen? Ja, super! Wo soll ich den finden? Ohne Hinweis. Ah, da oben! Ach Gottchen. Haha! Jetzt geht's ab. Okay, da müssen wir hin. Dann gehe ich erst natürlich hier hin. Und es hat sich doch gelohnt. Das ist draußen. Was ist denn los? Wir müssen doch dahin. Gehen wir mal hier. Folgen wir einfach mal dem Weg hier. Dicker, jetzt nicht. Warte.
Hier geht's hin. Ah, schade. Ich dachte, hier wäre noch so ein Ding, was man da einsammeln könnte. Da ist ein Wissenschaftler. Können wir hier runter? Hm. Da können wir runter. Aber hier sehen sie uns ja auch schon. Obwohl, Moment, hier ist es ja dunkel, oder? Ach komm. Ha, tschüss, Junge. Und er ist down. Ah, guck mal an. Nein, nicht an die Wand. Ich hätte gern noch... Sowas ist auch schön, aber ich würde gern den Typen da noch... Ah! Ich würde den Typen da gerne mir noch packen. Und infizieren. Oh! Wie unrealistisch, Mann! Der hat sich die Rübe weggeschossen. Die kommt da einfach mal... Mit dem ganzen Scheiß raus. Ist doch Quatsch. Aber nun gut. Haben wir noch ein Sammelobjekt? Noch mehr? Nein. Okay, wir müssen nach da oben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und, folgen diesem Weg hier einfach mal. Ja. Ich guck gerade noch, ob hier noch was zu sammeln ist. Hier geht's hin. Okay, da müssen wir schon mal weiter. Das heißt... Ah ne, Moment, hier könnten wir auch hin. Ach Gottchen. Wir gucken gleich. Ich werde jetzt erstmal einen Schnitt machen. Haut rein und bis dahin. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.